Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Lorelei. Ja, in der letzten Folge ist sie ja tatsächlich prophezeiungsgemäß gestorben. Und wie es weitergeht, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! My first job. I can do this. But I better hurry if I want to catch the bus and get there on time. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zur zweiten Folge Lorelei. Und ja, ich habe es mir ja schon gedacht. Oder ich gehe mal davon, also ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich gehe mal davon aus, dass es darum geht, dass man diese Dinge nicht geschehen lassen soll. Dass es quasi so ein Siebenschläfertag ist. Und im Moment, entweder ist das ein Traum oder wir müssen irgendwie verhindern, dass diese Scheiße passiert. Oder es ist wie ein Cat Lady. Oder sie überraschen mich ganz komplett. Nochmal. Weil dass das alles so schön rosig und blumig sein soll oder so, das glaube ich nicht. Erleben wir denn jetzt tatsächlich den Tag, wie sie arbeitet und so? Das wäre eigentlich ganz cool, wenn sie das so machen würden, dass man eben versuchen muss, dass die Dinge eben nicht so geschehen wie in der letzten Folge. Ja, da draußen sieht die Welt gar nicht so düster aus, ne? Some time if I cut through this alleyway. Lol, okay. Und nu? Ja, ich kann nichts machen. Also komm, so im absoluten Notfall. Im absoluten Notfall kann sie doch über den Zaun klettern. So, Fisch. It's a fish. And it stinks. Ah, kein Wunder. I'm not picking it up with my bare hands. Okay. Wäre ja auch zu einfach. I can smell it from here. I can smell it. Oh, hey there, kitty cat. Könntest du den Hund What ablenken? Are you doing in that stinking old bin? Bist du dankbar, dass ich dich rausgelassen habe? Dann lenk doch mal. Somehow I know this cat is my ticket out of this bloody alley. Lenk doch mal den Hund für uns ab. Shoo! Die denkt gar nicht dran, ne? Okay, kann ich noch mal da reingucken? Moment. I can smell it. Okay.
Achso, zumachen, okay. Looks like someone's thrown away some perfectly good veggies. What a waste. The way I feel right now, I could probably strangle that stupid dog with it. Also muss ich jetzt die Plastiktüte nehmen, damit den Fisch nehmen und die Katze damit weglocken, vielleicht? So, combine. Und so. Dann zur Katze. Den Fisch kombinieren mit der Katze. Nope. Nein? Vielleicht. Oder, Moment. That's not gonna work. Nee, okay. Dann probieren wir das hier. Kombinieren mit der Mülltonne. That's not it. Nein? Okay. Hä? Und jetzt? Boxes? It's just a pile of dirty cardboard boxes. There's nothing in them. Okay, dann probiere ich das mit den Boxen. Nope. Ach so, warte mal. Run! Go get that dog! Ich habe zuerst die Boxen versehentlich benutzt mit dem Fisch anstatt die Katze. Den Fisch an den Hund geben? Nee. Okay. Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Common knowledge that cats are scared of cucumbers, right? I'll just put it here, right behind him. Was? Von der Gurke? Ich verstehe nicht ganz. Seit wann haben Katzen Angst vor Gurken? The cat ate his fish. But I achieved absolutely nothing. Or did I? Karma plus eins. Oh, what's this behind you, mate? Was? Also ich hätte die Katze nicht unbedingt mit dem Fisch füttern müssen. Ich hätte auch einfach nur sie auf die Gurke aufmerksam machen können. Aber dann hätte ich den Karma-Punkt nicht bekommen. Was? Chains. But why? Schweine? Hört sich an wie Schweine. It's my hair dryer. Hab ich den eingesteckt? Ja. I could plug something in here.
Okay. I could never take a bath in it again. Not after seeing Mom hanging on it. Ist das alles ein Traum? Ich bin Traum? Ich... Oh, Moment mal. Das erinnert mich sehr an The Cat Lady gerade. I can't explain why, but I feel like whatever's behind this gate is calling me. It's bloody locked. Of course it is. Oh. It almost fell down. Was ist das jetzt? Hä? It's actually a mask. Okay, müssen wir zurück auf jeden Fall. Hier gibt's nichts weiter zu tun erstmal. Ich weiß nicht warum, aber ich probier's einfach mal. My hair doesn't need drying. Okay. Dann versuche ich die Maske aufzusetzen. Oder ich kombiniere die Maske mit der Tür. There's a huge hole in the wall. I can see the living room on the other side. It looks like me. But I know it's not real. It's all just another dream, right? I think I'll leave it where it is. Maybe this key would open the gate in the field. Too bad it's firmly stuck in his hand. Okay, dann wissen wir, was wir machen müssen. Family. Gucken wir uns erstmal nochmal im Rest der Wohnung um. Believe she let that evil man into our lives. It's empty.
promised I'd keep you safe. Tja, das kannst du nicht machen, wenn du tot bist. Mom? Kannst du nehmen? This is not real. None of it can be real. Okay, irgendwo muss ihr Körper sein, nehme ich mal an. Vielleicht in der Küche? Ja, da. Gucken wir uns erstmal. It's our old fridge. I can't ja. do it while also. Holding this thing. Okay. God. Muss ich jetzt die ganzen Köpfe finden oder was? It's our old fridge. Aha, okay. Aber seinen Kopf habe ich nicht gesehen. Guck mal, ich... Hier konnte ich nicht rein, ne? Ah, okay. Dann ist sein Kopf da drin. Hoffe ich. Hä? Kann ich den Schweinekopf auf ihn benutzen? Someone could slip on this wet floor. I used to love jumping in the puddles when I was little. Ach Quatsch. Ich könnte mir vorstellen, dass er gleich zu... vielleicht klappt das ja mit dem Schweinekopf. Und vielleicht erwacht er zu leben und... er rutscht da aus oder ich muss den Föhn anschließen. Wer weiß, wir werden es gleich sehen. Okay, nichts passiert. Ah, doch! Oh, Alter! Oh Gott! Ich wusste es. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh. Ah! Gott. Das war cool gemacht. This must be the key for the gate. Wenn ich laufen kann, dann laufe ich ja mal schnell durch. Treffen wir die alte Dame von Cat Lady wieder. Das wäre ganz cool, wenn das quasi der zweite Teil wäre.
this be my shelter in this strange world? Oh, what's this? Dear Lorelei. Oh, okay. Sadly, I couldn't be here tonight to welcome you. But please, make yourself at home. The door is open. Last room upstairs is yours. Get some sleep. When you wake up, I'll be here. Oh, die Kerzen. What a lonely seashore. That's odd. It feels wet. Hm, das erinnert mich an The Cat Lady. These flames seem so fragile. It almost makes this place look like home. It's burning nicely. Squeaky old stairs. Last room upstairs. There's a strange symbol drawn on this door. I guess this is where I'm supposed to be staying. Kann ich da rein? Nee. Was ist denn für ein seltsamer Raum? Okay, dann. Looks comfy enough, but it's gonna be hard to sleep with all these mannequins staring. It's over. My whole life. All my hopes and dreams. Remember how alive I felt this morning when I stood in front of that house. So out of breath from trying to get there on time. I was that new girl, starting a new life. Ihr Lieben, in der nächsten Folge stürzen wir uns mit Lorelei in ihren ersten Arbeitstag. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da, vielleicht einen netten kleinen Kommentar. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.